Servus Leute, da sind wir wieder mit Super Smash Bros. Wii U. Heute habe ich einen Gast bei mir, das ist der Konstantin von Blue Glasses. Hallo Leute. Und wir werden heute, ja weiß ich nicht, 3 Matches, oder? Ja, das sollten wir hinkriegen, oder? A3 Leben. Und werden sehen, weil beim letzten YouTuber-Treffen in München haben wir uns getroffen und der hat mich platt gemacht und damit komme ich irgendwie nicht so ganz klar. Jeder sollte eine Chance auf seine Revanche haben. Unbedingt, das ist wichtig. Also ich merke schon, der Konstantin ist ein ehrenvoller Mann und deswegen werden wir jetzt auch gleich mit einem ehrenvollen Mann gegen ihn antreten. Und zwar werde ich meinen Captain Falk nehmen. Hm. Omega Stage. Natürlich nur Omega Stages, keine Natürlich Items. Natürlich Omega. Das sind unsere Gentleman-Regeln. Gentleman-Nerd. Was stellst du dir denn vor? Schlachtfeld, Final Destination? Eigentlich ist es ja wurscht, weil es eine Omega Stage ist. Ja, aber ich persönlich bevorzuge allein wegen der Musik die Mega Man Stage. Mega Man Stage ist ziemlich gut. Und danach spielen wir am besten Lila Patrol, die mache ich auch sehr gern wegen der Musik. Oh yeah. Na dann, auf geht's in den Kampf. Ich bin gespannt, was hast du für einen Charakter? Ich spiele erst mal meinen Main, Quajutsu. Okay, Quajutsu. Ah, los geht's. Ich habe insofern eigentlich keinen Main, deswegen, ja. Ich habe nur ein paar Charaktere, mit denen ich nichts kann. Ah. Und los geht's. Oh. Sieht schlecht für mich aus bis jetzt. Ich merke schon, du weißt fast allem aus. Ja, ich bin dafür ein schlechter Spot-Dodger. Also ich mache immer, ich weiche immer zur Seite aus, aber nie nach unten. Ach, ich war zu spät dran. Irgendwie ist mein Controller gerade relativ sluggish. Mhm. Aber, na, man kennt das ja, es liegt immer am Controller. Ich glaube eher, es liegt ein bisschen an meiner Verbindung, aber... So. Wirklich? Oh. Verdammt nochmal! Ach, verdammt nochmal. Ich merke schon, der erwischt mich wesentlich öfter. Ich kann nicht annähernd so gut ausweichen. Aber Kikajutsu ist aber auch ein kleiner squishy Charakter. Verdammt nochmal, immer dieser Teleport-Move. Ah, da hast du mich noch in der Luft erwischt. Scheiße, jetzt stehe ich am Arsch. Ah, noch bist du da, noch bist du da. Ach, verdammt. Ah, okay, nette Combo, nette Combo. Ach, verdammt. Und Spike. Na? Ah, verdammt. Ah, und raus. Ja, musste passieren. Ein paar gute Moves gingen vielleicht noch weg, aber... Ja, das war eigentlich im letzten paar Sekunden warst du gar nicht so übel. Hast mich in einer guten Combo gehabt. Aber wie kompetitiv bist du jetzt eigentlich? Wie viele Tournaments warst du schon dabei und solche Sachen? Also ich spiele zwar, also ich trainiere und spiele kompetitiv, aber ich war bisher noch auf keinem richtigen Turnier oder so. Und habe auch bei keinem Online-Turnier mitgemacht, hauptsächlich weil meine Internetverbindung das meistens nicht wirklich hergibt. Aber ja, ich sag mal so, auf einer Skala von 1 zu 10 so eine solide 7. Okay. Interessante Wertung. Ich frage mich, wo dieses System angewendet wird. Ich kann es natürlich gut spielen, an und für sich, und jetzt so gegen, also Anfänger haben so eigentlich keine Chance, wirklich. Ich spiele auch schon seit ziemlich vielen Jahren, also seit dem 64er Smash. Aber wenn ich jetzt kompetitiv spiele gegen Leute, die zum Beispiel im Melee früher gut waren, und jetzt sowas wie Perfect Pivoting, Jablocks oder sowas können, das kann ich halt nicht. Also okay. Das ist eine Nummer zu viel für mich. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, um ehrlich zu sein. Ja, das sind halt die ganzen Competitive Moves, die du mit allen Charakteren lernen kannst. So ein bisschen was wie Wave Dashing früher. Oh, ach, endlich! Gott, das hat ewig gedauert. Den hab ich nicht kommen sehen. Oh, Down Smash! Oh, Down, ja, der ist gut in dieser Situation. Ah, nochmal kriegst du mich so nicht.
Achso, sorry, da entschuldigt er sich. Nett. Ach, ich kann mit diesem Teleport einfach nichts. Shadow Sneak, best move. So ziemlich. Oh, schade. Da hätte ich dich jetzt gerne in der Luft erwischt. Und wieder Side Smash. Der Millimeter. Oh, der lebt ja noch, der lebt ja noch. Natürlich lebt er noch. Captain Falcon hier. Der ist der Bastard. Falcon Rescue. Oh, schlecht. Na. Ah, oh, dass du mich da noch erwischt hast. Bin ich schon so predictable geworden. Ein bisschen. Aber ich bin ehrlich gesagt, ich sacke ehrlich gesagt im Predicten. Ich reagiere eigentlich immer nur. Verdammt. Okay. Andere Leute können ja wirklich dein Moveset lesen. Das wär's gewesen. Richtig schön vorbei. Ah, immer diese Millimeter. Ja, nee. Das wird wohl nicht so leicht werden, habe ich so das Gefühl. That's what she said. Ja. Oh. Ich mag diese neue Schildfunktion. Ich weiß nicht, ob das im Brawl schon ging, aber dieses perfekte Blocken, das gefällt mir sehr gut. Perfect Shielding gab's schon im Brawl. Ich glaube sogar in Melee schon. Bin mir nicht sicher. Momentan heulen ja immer alle, weil halt die neuen Smash-Spiele, also Brawl und das Wii U-Spiel, nicht wie Melee sind. Aber ich bin irgendwie einer von den wenigen, die kompetitiv spielen und sagen, ich habe Melee nie wirklich gemacht. Boah, zwei Falcon Punches, willst du mich verarschen? Nee, das andere war ein Smash. Achso, ja trotzdem, ich sollte auch mit dir zu reden. Ungefähr gleich steigen. Oh, du darfst dir das schon leisten. Ich meine, wir haben gleich viele Punkte und du darfst das ein. Was? Was? Was war das? Ja, kannst du mit mir nicht. Nein! Oh, komm schon! Oh, das war lausig am Schluss von mir. Das war gemein. Da hätte ich locker nochmal zurückkommen können. Ja, das war gemein. Hast du noch einen anderen Charakter, mit dem du gut bist? Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich keinen Main. Ich bin mit allen ungefähr gleich gut, bis auf mit denen, wo ich schlecht bin. Achso, okay. Und mit welchen bist du schlecht? Zum Beispiel mit Villager. Villager kann ich gar nicht. Oh, Villager ist geil. Der macht mich irre. Ich hasse den kleinen Kerl. Eigentlich alle in diesem Dreierblock da. Villager, Olimar und Wii Fit Trainer. Alle drei kann ich ganz, ganz schlecht. Und mit den anderen geht's einigermaßen. Je nachdem. Da ist der Wii Fit Trainer so witzig. Ja, schon. Sie sind witzige Charaktere, aber spielen. Klappt bei mir überhaupt nicht. So, dann wollten wir jetzt Lylat patrouillieren. Richtig, richtig. Gott, was nehme ich denn da am besten? Um so überleben. Ich hoffe, du nimmst nicht wieder Quajutsu, weil da haben wir schon gesehen, dass ich da eigentlich keine Chance habe. Nee. Ich bin da, wenn ich gewonnen habe, dann suche ich mir mal einen anderen aus, um ein bisschen, naja, aus zwei Gründen. Erstens ist es fairer und zweitens kann der andere dann nicht sagen, oh, er nimmt Quajutsu, dann nehme ich Bowser. Ja gut, also ich bin nicht der Meinung, dass Bowser großartig Vorteile gegen Quajutsu hätte. Oh, da nur kennst du Bowser schlecht. Bowser ist schwerer rauszuhauen. Quajutsu hat wenige Moves zum fett raushauen. Das stimmt, aber Quajutsu ist wesentlich schneller und hat viele Ausweichmoves. Ja, aber dafür haben einige Moves von Bowser haben sogenannte Power Armor. Das heißt, während er den Move ausführt, kann er für einen gewissen Zeitraum nicht weggehauen werden. Auch wenn er Schaden nimmt. Und ich dachte, das könnte nur, hier, wie heißt er, Ganondorf mit seinem Hexerschlag? Ja, der kann das, der, Mii-Brawler kann es mit seinem Falcon-Kick-Ding, was er hat. Okay. ich glaube, es gibt noch ein paar, der Side-B von, Glurak kann das auch. Power Armor. Was ich sehr vermisse, ist Wolf als Charakter. Oh, ich hab Wolf war mein absoluter Lieblingscharakter ever und ihn kann niemand ersetzen. Er war aber auch einfach zu mächtig. Was? Wolf war perfekt, der war so awesome. Oh. Ich bin echt sauer, dass die den nicht implementiert haben. Ah, oh, dass du mich da gerade noch erwischt hast. Perfect timing. Au. Ich hasse die Reichweite von Link. Das hatten wir auch auf dem YouTuber-Treffen. Da war einer, der hat nur die ganze Zeit gedodged mit Link und Reichweite-Moves. Und das war alles, was er gemacht hat. Gott, das war kotzig. Okay, dass sich da die Bombe nicht mehr trifft, das ist irgendwie gammelig. Es gibt da ganz spezielle Situationen, in denen die Bombe mir nichts anhaben kann. Okay. Damn, son. Und dann ist Quajutsu dein Main, oder was, bei solchen Kombos? Interessanterweise, ich liebe Quajutsu über alles, ist auch mein Main-Charakter, aber fast jeder, der kompetitiv spielt, der gegen mich spielt, sagt, warum nimmst du nicht Link? Ja, du bist mit Link viel besser. Das merke ich sofort. Ich habe gar keine Chance. Oh, komm schon, was? Das ist lächerlich.
Aber aus denselben Gründen kann ich zum Beispiel relativ gut mit dem Duck Hunt Duo. Okay. Die funktionieren eigentlich sehr ähnlich wie Link. Und zwar, dass du verschiedene Fernangriffe gleichzeitig miteinander, das war super, koordinierst. Du kannst mit dem Duck Hunt Duo quasi 4 Angriffe gleichzeitig machen. Oh, Booyah! Scheiße! Spike was to the heavens. Zum Teufel? Nein, ich habe überhaupt keine Chance. Ich hätte Ike nehmen sollen. Aber der ist zu langsam für Link. Ja, stimmt. Ike ist prinzipiell zu langsam. Boah, da habe ich Ike mit Quajutsu mal so schön rausgehauen mit der Hydro-Pumpe. Oh komm, da bist du nicht ausgewichen. Das ist Bullmann. Oh, oh. Nein. Apropos, kann mir mal einer verraten, was die verdammte deutsche Synchro von Sonic in diesem Spiel soll? Keine Ahnung. So ein Käse, Mann. Lichtgeschwindigkeit. Meine Freundin ist übelster Sonic-Fan und die hat fast geweint, als sie das gehört hat. Ja, ich mochte auch den You're Too Slow lieber, muss ich schon mal sagen. Ja. Okay. Jawoll! Ach, sieh einer an. Es ist irgendwann mal was gelaufen. Was ist los hier? Ich hasse diese Reichweiten-Moves. Die bringen mich so um mit Sonic. Naja, was ist von der anderen Seite? Da Sonic keine Projektil-Moves hat, hast du auch nicht den Frustmoment, wenn du auf Link schießt. Mhm. Das ist nämlich echt geil mit dem Schild. Okay. Weil der blockt nicht. Ja alle Projektile einfach. Mit dem Hylia-Schild, ohne dass du schielen musst. Okay. Wenn du stillstehst. Ansonsten, sobald du dich bewegst, wirst du getroffen. Aber wenn du einfach still stehen bleibst und von irgendeiner Schussattacke getroffen wirst, macht ihm nichts. Und rein! Raus. Nicht? Gut. Au, auf. Und tschüss. Ah, wieso hat er kein Schild gemacht, dieser Bastard? Sage mal, hier funktioniert auch nix. Oh. Und raus. Also normalerweise müsste dich der Kick treffen, weil du schlägst zur Seite und ich schlag deinen Kopf. Das verstehe ich ja nun nicht. Aber okay. It's video game logic. I ain't gonna explain shit. Ach Mann, der wäre so schön gewesen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Und. Oh. Jawoll! Verdammt, Alter. Ja, Sonic konnte ich in Brawl ziemlich gut. Habe ich aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Should have rolled. Oh, komm schon. Der zweite Griff funktioniert immer nicht. Oh. Mhm. Ungerecht, ungerecht. Ah, verdammt. Mach ich das jetzt echt noch? Alter, du machst es aber echt nicht. Ah, Alter. Nein, so einfach nicht. Nein, nein, nein. Verdammt. Komm her, du. Nein, nein, nein. Oh, Alter. Kann ja nicht angehen. Okay, jetzt muss ich mich echt noch wieder ein bisschen konzentrieren. Ja, probier dich ein bisschen. Ich habe gute Musik ausgewählt, deswegen meine Zuschauer. Oh, das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Ich hatte so einen schönen Start. Oh. Ja, ich bin überrascht. Ich bin überrascht. Jetzt wird's doch mal richtig interessant. Also ja, jetzt also ich denke, wir sind darüber überein, dass wir jetzt wieder einen neuen Charakter nehmen. Eins gegen eins und ich nehme jetzt mal ein. Ich kann die Regeln ändern. Ach, wer will das denn? Ja, nee, aber tun wir es nicht. Ich nehme jetzt meinen Wildcard-Kandidaten. Okay. Und ich hoffe bei Godzilla, dass mir das Spiel nicht schon wieder die Moves geändert hat. Ja, ich weiß nicht, wie viele Updates da kommen. Ich habe mich nur einmal kurz drüber erkundigt. Nicht wegen den Updates. Was nehmen wir denn jetzt eigentlich für eine Stage? Irgendwas, das dem letzten Fight Ehre erweist. Final Destination. Natürlich Final Destination. No items, Fox only. Final Destination. Was? Fox? Was laberst du? Das war zumindest früher so.
Ja, okay, gut, das kann sein. Nee, weil bei den Mii-Kämpfern hat mir die Wii U-Version aus irgendeinem Grund einfach ein anderes Moveset gegeben. Nee, jetzt passt's, alles wunderbar. Gut, dass du schon ausgewählt hast, dann kann ich jetzt sagen, wen ich genommen habe. Ah, nämlich okay. Mein Lieblingscharakter, den neuen Dr. Mafia Mario, in Schwarz natürlich. Glauben Sie wirklich, er hat eine Chance? Und in Rot als Zuhälter. Ja, so ungefähr. Möglicherweise auch als schwuler Pimp, wer weiß. Nein, das ist der rosafarbene King Dedede. Ah! Oder wie ich ihn nenne, Pimp Dedede. So. Bin gespannt. Und wen hast du genommen? Ich meine, ich werde es zwar gleich sehen, aber... Ich habe die von meiner eigenen, selbst erfundenen und gezeichneten Figur, Kuroi Hono, habe ich die Mii-Version. Lass die kämpfen. Ja. Ich habe von dem Fighter eigentlich keine Ahnung, bis auf dass er relativ langsame Schlagmoves hat von den Stärkeren. Ah ja, das ist der, von dem du gesagt hast. Jetzt kenne ich mich aus. Falcon Kick mäßig. Okay, aber oh Gott, so kann man den aufhalten. Gut zu wissen. Diese Dinger von Dr. Mario haben eine so hohe Priorität. Aha, wow. Ziemlich. Dort wäre es jetzt gewesen, aber so leicht wird es wohl nicht, denke ich. Ich muss mich erstmal wieder in meinen Mii-Kämpfer einspielen, oh Gott. Okay, ja, ich gebe zu, Dr. Mario ist... Man, wie gesagt, ich habe keine Mains, aber ich spiele ihn häufig. Also, das schon. Erstmal in alle Richtungen Pillen schießen, bloß nicht... Oh, und reingelaufen, yes, sir. Ah, was? Das hat nicht funktioniert, warum? Egal. Erstmal draufhauen. Ah... Okay, du kannst dich aber sehr viel in der Luft bewegen, das merke ich gerade. Ja. Das ist was Dr. Mario auch so ein bisschen fehlt. Na? Ah, das wäre so schön gewesen. Wär's, aber ich hätte dich umgedreht. Das. Oh, jetzt hab ich dich. Ja, aber dafür hat Dr. Mario echt ein paar fiese Moves. Warum war das kein Smash? Aber oh, das war nein, einer. Das gibt's doch nicht. Ich hab gesagt, jetzt hab ich dich, ich wusste es genau. Das war... Ab dem Zeitpunkt ist es zu spät. Wenn ich sowas weiß, dann... Oh, und rein! Hat er sich wieder umgedreht. Ah, sogar noch zurückgesprungen. Es nein. Ist auf jeden Fall ein ausgeglichener Kampf, so wie ich das sehe. Ich bin sehr froh, dass ich dich dann nochmal auf Twitter gefunden habe, weil auf dem YouTuber-Treffen haben wir uns ja noch nicht so ganz ausgetauscht gehabt. Ich muss dann auch sofort werden. Genau. Ich bin froh, dass wir dieses Duell haben können. Ich fand es irgendwie schade, wir hätten ein bisschen mehr spielen können, aber leider hat es so ewig gedauert, bis endlich mal das Spiel losging. Mhm. Ja, weil die haben ja erst waren wir zu dritt, dann waren wir zu viert, dann kam noch jemand dazu, dann wollten alle ihren eigenen Namen haben, dann kam noch jemand, dann ging jemand. Und rein! Ich muss lernen, früher loszulassen. Oh, der hätte dich eigentlich treffen und können. Und weg damit! Nein, oh, noch Gott. Nicht ganz, aber... Ah, doch, doch. Scheiße. Ich wusste nicht, ich konnte irgendwie nicht mehr springen. Komisch. Immer nur einmal taunten, ich lern's nie. Hast du zweimal getauntet? War das das Problem gerade? Ja. Okay. Ah, den Sprung gibt's auch noch. Jetzt ist aber raus. Jetzt wird's aber hier... Jetzt ich sag, hier das ist das knappeste, geilste Match. Hab ich schon lange nicht mehr gehabt, so. Was war das? Du hast mich nur so ein bisschen getroffen und ich dich kaum? Ich verstehe gerade nicht. Ja, das ist irgendwie gerade, ich gehe gerade in echt schnelle hintereinander Moves rein. In der Hoffnung, dich mit irgendwas zu erwischen. Jetzt hat. Das. Oh. Jawoll! Nein, oh, unfassbar, K.O. durch Technik. Ah, oh, Mann, ey. Das war richtig schön dran vorbeigebretert. Ah, ich verstehe es, es war ein Spielfehler, aber wir hatten drei Matches, faire Regeln. War nice. Das heißt, aber du weißt, was das heißt, oder? Ja, jetzt haben wir in Wirklichkeit Gleichstand, weil du mich ja auf dem YouTuber-Treffen einmal erwischt hast. Das heißt, dass du mir in der nächsten Zeit bei sich bietender Gelegenheit eine Revanche schuldest. Oh, aber nicht üben. Ich werde auch nicht üben. Okay, ich hab eh zum Üben gar keine Zeit. Umso besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und wir werden das wahrscheinlich tatsächlich dann wiederholen, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das dann wieder ein 1:1 Kampf wird, weil gerade diese Reihe von Videos mache ich eigentlich nur einmal mit jedem, also dass ich einen Gast da habe, den ich zum Beispiel beim YouTuber-Treffen kennengelernt habe oder sonst irgendwo. Ja, aber wir werden sehen. Ansonsten nehmen wir einfach unsere Amiibos mit. Die Amiibos. Ich habe 10 Amiibos, 8 davon nur zum Farmen, einen habe ich jetzt, weil ich Mario Party 10 gekauft habe. Und den letzten, den habe ich trainiert. Und ausgerechnet, der ist mir runtergefallen und hat jetzt ein kaputtes Bein. Ach nee, das ist doch öd. Ja, okay, aber das hält ihn ja nicht vom Spielen. Ja, das stimmt schon. Trotzdem, er hängt so ein bisschen. Du verstehst. Ja, oh, und das ist halt auch nur Bowser. Den habe ich tatsächlich selber trainiert bis Level 49 momentan. Nice. Ja. Ich lasse einfach 4 Amiibos die ganze Zeit 99 Stunden gegeneinander kämpfen und dann sind die ganz gut trainiert. Gut, aber wie gesagt, langweilen wir meine, eventuell auch deine Zuschauer jetzt nicht wieder zum Sammelgedöns. Wie gesagt, das war's für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, kleiner Drachenfreunde. Servus. Jo. Wir reißen dich in Stücke. Kuba-Käferheiniger. Armer Kerl.